Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video soll es mal ums Datendisplay gehen, beziehungsweise um die ganzen Einstellungen. Die hatte ich aber am letzten Mal nicht gezeigt, für die Leute, die das Video vorher noch nicht gesehen haben. Ich packe das mal, die Kamera steht gerade auf dem Kopf, hier oben hin. Und in der Videobeschreibung findet ihr das Video auch. Viele waren ja geschockt, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen. Viele waren ja geschockt, weil da auf einmal so ein kahl rasierter Mongo durchs Bild gelaufen ist. Ja, das war tatsächlich ich. Ich will die Geschichte kurz anreißen, bevor es wieder in den Kommentaren steht. Zuallererst, es bleibt jetzt so. Die Länge, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, finde es auch ganz gut. Feedback von der Außenwelt gab es auch mehr als genug im positiven Sinne, sodass das mein Selbstwertgefühl, sage ich jetzt mal, einfach gesteigert hat. Der Grund, warum das passiert ist, in der Corona-Zeit, es waren die Friseursalons zu und so weiter. Ich hatte 7 Jahre lang den Vollbart und musste ihn niemals selber schneiden. Das heißt, ich habe es halt auch nie gelernt, wie man so einen Vollbart schneidet. Und dann habe ich mich mal selbst versucht und man hat ja gesehen, was dabei rumgekommen ist. So, jetzt mal hier zum Display. Und zwar ist das von der Firma Vector Technik. Ist aktuell, soweit mein Wissensstand ist, von... Also nur für den Golf 7 oder nur für die Golf 7 Plattform generell nutzbar. Ich habe aber gehört, es soll auch noch für einen Seat Leon kommen. Oder ist vielleicht schon draußen. Schlag mich nicht, ich weiß es gerade wirklich nicht. Müsst ihr einfach mal auf die Seite gucken. Ich packe mal die Internetadresse zu der Internetseite unten in die Videobeschreibung. Und zwar, wir haben hier verschiedene Modi. Erstens, was kannst du mit dem Display machen? Fangen wir mal damit an. Du kannst damit codieren. Du kannst deine Werte ablesen und zwar in Echtzeit. Klar, das kann man in der App auch, aber so hast du das Display halt immer schön sichtbar für dich. Ne? Also ich kann es während der Fahrt kann ich sehen, ohne großartig abgelenkt sein zu müssen von der Fahrbahn. Du kannst Sachen loggen, du kannst zum Beispiel deine Werte an deinen Abstimmer schicken. Du kannst Sachen kontrollieren, zum Beispiel Zündwinkel und so weiter, da gehen wir gleich drauf ein. Du kannst dir verschiedene Anzeigetypen selbst darstellen lassen, sage ich jetzt mal. Also du kannst das, so Custom Modem nennt sich das, ich zeige euch das gleich alles. Du hast 0-100 Werte und so weiter, kannst du alles fahren. Fangen wir mal an. Wir haben hier zum Beispiel den Dash-Modus. Das heißt, hier hast du Daily Dash. Du hast Gaspedalstellung, Öltemperatur, Leistung. Hier unten hast du, habe ich mir jetzt zum Beispiel noch die Öltemperatur reingesetzt. Die kann man jetzt hier, zum Beispiel kann ich hier Öltemperatur, wie gesagt, das habe ich mir jetzt anzeigen lassen. Kannst du noch Wassertemperatur, Ladedruck, Lambda, Spannung, Ambiente, was das ist, weiß ich gar nicht. Leistung, Drehmoment, Ansaugtemperatur, DSG. Temperatur, gut, DSG habe ich jetzt natürlich nicht. Ich habe das Schalter drin oder den Schalter. Ich habe das hier auf Öltemperatur, gehe hier auf Speichern, fertig. Dann habe ich hier noch Ladedruckanzeige, gut, die habe ich jetzt hier im Display, könnt ihr gar nicht sehen. Doch, könnt ihr ungefähr sehen. Ich habe hier diesen Leistungsmonitor, da habe ich jetzt natürlich auch nochmal die Baranzeige drin, aber hier habe ich sie halt auch. Hast du halt verschiedene Sachen. Du kannst dir das alles selbst belegen. Dann hast du hier dein Tuning Dash, hast du Zündwinkelrückstellung, Zündwinkel, Lambda, wie gesagt. Dann hast du hier noch ein Custom Dash. NB heißt für, ich glaube, nicht belegt. Hier ist halt immer noch Druckluft, wollte ich ja sagen. Baranzeige und die Öltemperaturanzeige. Du könntest hier die Leistung sehen, wenn man jetzt auf Leistung, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf Custom gehen, könnte mir hier wieder meine ganz normalen Sachen, die ich ja, die wir eben auch schon hatten, habe ich jetzt noch nicht ausgewählt. Machen wir mal Abgastemperatur. Gehen wir auf Speichern. Okay. Zack, hast du da die Abgastemperatur stehen. Ne? Jetzt aktuell gerade, weil ich gerade hierher gefahren bin, um eigentlich ein bisschen Ruhe zu haben, hast du 165 Grad. So, dann hast du noch... war das jetzt gerade? Achso, dann Custom Dash. Dann Mega Dash. Das heißt, da zeigt er dir nochmal alle kompletten Werte an. Du hast hier wieder Zündwinkel. Du hast hier... Zündwinkel, Rücknahme, Öltemperatur, Leistung, Drehmoment, Abgastemperatur, Lambda. Dann hast du hier noch Mega Dash 2, Drosselklappe, DSG-Temperatur, Wasser, Spannung und so weiter. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Mega Dash den einmal antippe, habe ich die Maximalwerte, ne, die jetzt gespeichert worden sind. Bei Mega Dash 2 genau das gleiche. Wenn ich hier einmal drauf tippe, habe ich da die Maximalwerte. Dann, achso, das waren die Maximalwerte. So, dann haben wir hier den Direct-Modus. Wir können
0-100 fahren, wir können 150, 100-150 fahren, 100-200, 200-250, 200 und 300 und 60-110. Läuft über die Satelliten bzw. über das GPS und zwar mit 30 Hertz. Das Signal wird aus der, ich glaube hier oben sitzt sie beim Golf im Dachhimmel, von der GPS-Antenne genommen. Es soll aber wohl auch eine Möglichkeit geben, wenn du jetzt kein Navi verbaut hast in einem Golf 7. Und es ist für jeden Golf 7. Das halt auch nochmal dazu. Ist es nicht nur für GTI, GTD oder R. Soweit ich weiß, soll das für die komplette 7er, also für die komplette Golf 7 R-Reihe, für die komplette Golf 7-Reihe zur Verfügung stehen, diese Funktion. Wie gesagt, eine Anbauanleitung bzw. ein Video, wo wir begleitet haben, wie ich das einbaue, findet ihr auf dem Kanal. Dann haben wir, jetzt ist hier irgendwas Fettes gerade reingeflogen. Dann haben wir hier, du kannst hier Sachen kodieren, zum Beispiel Gurtwarner, Zeiger, Piepen, Tank. Was ist ein Tank? Inaktiv, aktiv. Tank MFA. Ich komme mal wieder zurück. Oh, man kann so wieder zurück. Also wenn du auf Vektor klickst, das habe ich auch gerade das erste Mal gemacht, dann kommst du halt wieder zurück. Ne? Weil in diesem Menü war ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Weil, ich habe ich ja zu, in dem ersten Video auch gesagt, eigentlich habe ich das Display nur, weil ich die 100-200 Seiten messen kann. Immer wenn du was verändert hast und so weiter, kannst du halt drauf gucken. Ich kann meine Öltemperatur, meinen Ölwert kann ich mir anzeigen lassen. Gut, habe ich, wie gesagt, hier natürlich in einem großen Display auch. Aber ich finde es cool, weil du hast halt wirklich alles in einem drin. Ne? Es ist ein komplettes Display, wo du alle deine kompletten wichtigen Daten, die du brauchst, hast du da halt drinne. Du musst keinen Computer mitschleppen, um zu kodieren. Zum Beispiel kannst du ja, wie gesagt, Gurtwarner, Zeiger, ich weiß nicht, wir können das hier mal, warte, machen wir mal Zeiger. Inaktiv, machen wir aktiv. Jetzt hat er das kodiert. Kodierung erfolgreich. Machen wir aus. Machen wir mal an. Na gut, funktioniert bei dem Digitalen wahrscheinlich nicht. Also das wird aber dafür sein, dass du zum Beispiel diese, dass er den Zeiger einmal dann komplett abfährt. Ne? Gehe ich jetzt mal von aus, dass das sein wird. Wieder zurück zum Kodieren. Also du kannst einen Gurtwanne ausmachen, du kannst die Zeiger piepen. Wird, denke ich mal, beim Abschließen sein, wenn du den Wagen auf- und abschließt, dass er dann piept. Tank, wir machen es einfach mal aktiv. Kodierung ist gleich zum Auto. Okay, dann hat er das wohl schon. Was auch immer das heißt. Weiß nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt gerade, ehrlich gesagt, leider nicht. Dann kannst du hier Fehler lesen. Zum Beispiel. Lesen. Okay, ich kann keine Fehler lesen. Warte auf Auswahl. Was kann ich dann auswählen? Fehlerspeicher löschen. Vielleicht habe ich gar keine Fehler. Es waren aber auch keine Fehler drin, also vielleicht kann ich das deswegen nicht lesen oder kann mir nichts anzeigen. Service, dann kann ich den Service zurückstellen, Bremse und so weiter. Aktivierte, deaktivierte Servicestellung der elektronischen Feststellbremse. Achtung, die Funktion ist nur gegeben, wenn die elektrische Feststellbremse nicht angezogen ist. Ist sie jetzt gerade in meinem Fall. Ja, SIR. Ah, Ölqualität gut. Gibt es da auch perfekt oder sehr gut? Ist auf jeden Fall gut. Dann hast du, wie gesagt, hier noch die Logdaten. Und zwar kannst du, drücken Sie Start, um einen Logfile zu erfassen, drücken Sie Stopp, um die Aufzeichnung zu beenden. Im Anschluss der Logfahrt können Sie sich das Log, was spiegelt hier gerade, können sich das Logfile in der Vektor-App anzeigen lassen. Ja, also du hast hier wirklich alles, Uhrzeiten wird dir angezeigt, Datum wird dir angezeigt, 15.26 haben wir heute. Uhrzeit wird dir angezeigt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, du hast hier alles Mögliche an Einstellungen, die du machen kannst, alle möglichen Werte, die du abrufen kannst und so weiter. Jetzt kommt's, natürlich kostet das ein bisschen Geld. Viele Leute sagen, gibt es von anderen Herstellern viel günstiger und so weiter und so fort. Du hast hier eine Haptik, du kannst es hier vernünftig einbauen und so weiter. Ja, hier oben steht zwar, oder hier, wie auch immer, steht zwar Werbung, aber das muss ich halt gesetzlich machen, weil wir über eine andere Firma reden. Trotzdem, wenn ich irgendwas schlecht finden würde an dem Display, würde ich es euch genauso sagen. Aber
Also ihr dürft gerne, wenn ihr mich auf irgendwelchen Treffen oder so seht und ihr habt Bock, euch das mal anzugucken, gucken, wie die Haptik ist, wie sauber du hier durchwischen kannst und so weiter. Sprecht mich einfach drauf an, dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Ich erzähle euch da wirklich, wirklich keinen Scheiß. Ja, das war's dann, würde ich sagen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht zu abonnieren.